Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Cyberpunk 2077 mit mir, dem Jan. Jetzt verschaffe ich mir hier Zutritt zu den Tracking Station. Ah. Was denn? Geht's hier oben rein? Sieht nicht so aus. Schuss. Mein Fuß, Theo, Ballett, Tattoo. Wie viele Gegner sind denn hier? So. Das ist ein Helilandeplatz hier. Neutralisiere alle Gegner. Warum ist der eigentlich runtergefallen? Dann muss ich mich jetzt wahrscheinlich hiermit verlinken. Toll, echt toll. Wir haben ein Problem, Alex. Wir brauchen mehrere Stationen, um den Verschlüsselungscode zu erstellen. Scheiße. Moment. Okay, ich habe noch eine gefunden. Dann mal los. Viel Glück. Und ruf Reed an, sobald du den Verschlüsselungscode hast. Da hinten.
Karte. Kann ich da ja eine schnellere Szene machen. Ja. So, hier, hier. Megagebäude 14. Ganz kurz nur, wie. Netwatch hat einen Jäger losgeschickt. Sei vorsichtig, ja? Wie bitte? Bree Whitney hat ihnen die Militech-Daten verkauft und ist abgetaucht. Jetzt jagt Netwatch alle, die davon wissen. Ist wohl Berufsrisiko. Pass auf dich auf, wie. Verdammt, die hat mich verarscht. Hier komme ich nicht rein, glaube ich. So, sind die jetzt hier oben nicht? Suchst du was? Hier findest du es nicht. Also zieh Leine. Na los. Ich suche einen Empfänger. Muss mich verlinken. Dann bin ich weg. Mach, was du willst. Funktioniert nicht. Geht nicht? So ein Ärger. Willst du einen Tipp? Ich sag dir, wie du ihn wieder hinkriegst, wenn du willst. Alte Leute brauchen mit so Zeug manchmal Hilfe. Also, du musst ihn erst ausschalten und wieder einschalten. Hey, ich sag dir, wo du den Einschalter suchen kannst für 1000 Eds. Abgemacht? Danke, aber nein, danke. Ich komm schon klar. Ja, klar. Glaub ich dir. Wie wär's mit 10? Für 10 Eds helf ich dir auch. Okay, die Eddies gehören dir. Nova, guter Deal. Also, wo ist der Schalter? Weiß nicht. Irgendwo hier. Hab dir ja gesagt, ich sag dir, wo du suchen kannst, nicht wo er ist. Wir spielen warm-kalt, okay? Wenn du dich ihm näherst, sag ich wärmer. Lass uns beginnen. Du kapierst es schon. Er ist eh da unten irgendwo. Wärmer! Fast heiß! Fuck!
gesagt. Eiskalt. Wärmer. Fast heiß. Was für eine Scheiße! Mein Midi! Nein! Ausgerechnet an der Stelle! Scheiß Stromausfall! Ja! Geil! Es geht weiter, Baby! Jetzt hast du die Wahl. Harter Reset oder harter Tritt? Yo, 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 denk nicht mal dran, hier drauf zu gehen. Ich fass keine Leine. So fühlt sich bestimmt ein Hirnschlag an. Das ist echt scheiße. So. Verschlüsselungscode ist angekommen. Gute Arbeit. Damit kann ich Aurore und Americ aufspüren. Sobald sie in der Nähe von Doctown sind, wissen wir auch davon. Es kann losgehen. Das Signal vom Tracker läuft. Ich brauche ein paar Stunden. Ich melde mich dann. Warum kriege ich denn hier keine neuen Aufträge? Warte ein paar Stunden. Hey, mir geht's Nova, danke. Und dir? Kauf mir ein kaltes Bier, wenn das alles vorbei ist. Dann können wir plaudern. Aber jetzt sagst du mir, wie es mit der Mission aussieht. Somi hat mich kontaktiert. Es gibt Neuigkeiten. Dann lass hören. Also erstens, wir haben das okay. Unser VIP ist für uns bereit. Das höre ich gern. Was noch? Songbird hat sich mir anvertraut. Ein paar Dinge verraten. Es sieht übel aus. Richtig übel. Diese Tech ist ihre einzige Hoffnung. Verstehe ich. Also müssen wir uns erst recht auf die Mission konzentrieren und das Heilmittel besorgen. Wie? Eine Sache noch. Du brauchst neues Chrom. Ein Implantat für die Verhaltensmodelle. Ich schicke dir eine Klinikadresse. Man erwartet dich schon. Sag dem Ripper dort, du weißt von ihrer Sammlung über den Vereinigungskrieg. Dann weiß sie, ich schick dich. Antwort auf Alex Nachricht. Hey, wie? Jetzt, wo du diese nervige Sache mit dem Empfänger erledigt hast, magst du im The Mood vorbeikommen? Einfach mal durchatmen und entspannen. Die Flasche schon geöffnet. Ein ganz besonderes für ganz besondere Anlässe. Was meinst du? Das Schwierigste an jeder Mission ist das Warten. Aber danke für die Einladung. Haben wir Zeit dafür? Weiß nicht. Dafür bin ich gerade echt nicht in der Stimmung. Sorry, Alex. Sicher. Ist nicht das erste Mal, dass ich in der Ruhe vor dem Sturm irgendwas Zeit totschlagen muss. Da kann man genauso gut eintrinken. Und überhaupt hast du im Moment was Besseres zu tun. Bin ja 0, nix da. Das ist mal ein
professionelle Einstellung. Wir sehen uns. Ja, hab schon mal angefangen. Für die Nerven. Danke für die Einladung. Schön, dich zu sehen, Alex. Das ist lieb von dir. Ich hab dir geschrieben, weil ich mit jemandem reden wollte. Jemandem außerhalb der Firma. Aber auch kein Fremder. Ich wollte einfach mal die Mission vergessen. Mir mal nicht Gedanken darüber machen müssen, jemand anderes zu sein. Verstehst du? Okay. Worüber willst du reden? Naja, ich habe jetzt keine Agenda vorbereitet. Ich will einfach mal kurz ein normaler Mensch sein. Und zwar ich selbst. Einfach bloß Alex. So langsam verstehe ich, warum dein Preis für diese Mission ein verdienter Ruhestand war. Vielleicht habe ich Burnout. Oder bloß ein Bedürfnis nach einem halbwegs normalen Leben. Falls ich überhaupt noch weiß, was das ist. Sag mal, denkst du manchmal darüber nach, wer du jetzt wärst, wenn dein Leben anders gelaufen wäre? Vielleicht wäre ich noch unterwegs mit meiner Familie. Ah, Nomaden. Ja, die Beckers. Sind wahrscheinlich gerade irgendwo im mittleren Westen, verdienen bei der Maisernte ein paar müde Eddies. Und abends lange Gespräche bei einem Bier. Sollen wir nicht doch der Snake Nation beitreten? Der endlose Himmel. Oder der Gestank von Chutu in einem dreckigen Motel. Das auch. Auf deine Gesundheit. Okay, jetzt du. Wer wärst du anstelle einer Geheimagentin und Tarnkünstlerin? Schauspielerin. Oh, das kam flott. Ich wollte immer mal mein Gesicht auf einem Plakat sehen. Und ich liebe Musicals. Echt jetzt? Bin halt altmodisch. Also ja, ich wäre ein Braindance-Star. Hast du schon mal geschauspielert? Außerhalb deiner Rollen als Agentin? Nein. Also zumindest nicht vor Publikum. Ich träume bloß vom Scheinwerferlicht. Wo mich alle Leute angucken, aber dabei genau wie ich wissen, dass alles nur Show ist. Auf unsere Träume. Ohne wird man nur wahnsinnig. Das kannst du laut sagen. Oh, ich liebe diesen Song. Ich nicht. Alex, danke.
Ich hatte irgendwie auch vergessen, wie sehr ich einfache Dinge vermisse. Na, kein Ding. Bis bald, wie. So. Songbird. Ich denke die ganze Zeit über unser Gespräch nach. Fühlt sich an wie ein Déjà-vu. Du hast eine Erinnerung in mir erweckt, die ich schon ganz verblasst war. Und die ich jetzt wieder genießen kann. Was für eine Erinnerung. Ein anderes Gespräch, das ich mal mit einem guten Freund hatte. Ehrlich, echt. Kein Hintergedanke. Nach all den Jahren bei der Agency, wo man jedes Wort und jede Geste und jedes Zucken hinterfragt, wo ich immer über meine Schulter schauen musste. Kannst du dir vorstellen, wie sich das anfühlt, wie? Nicht wirklich. Gar nicht, leider. Das dachte ich mir schon. In dir sehe ich, was ich schon seit einer Weile im Spiegel sehe. Ein gefangenes Tier, das trotzdem nicht die Hoffnung auf Freiheit aufgibt. Ein weiterer Grund, weshalb wir zusammenhalten müssen. Avi! Wie geht's dir? Smalltalk? Fällt dir nichts Besseres ein? Ich wüsste da schon was. Aha. Na, anscheinend läuft da bei dir wohl schon das Kopfkino ab. Passiert das häufiger? Panam. Also, bei mir schon. Hab dich vermisst. Pass auf dich auf. Bis bald, wie. Give me everything. Du, Farida? Ja, hier ist geschlossen. Ich hab da was von Interesse für dich. Bezweifle ich. Hab gehört, du sammelst das Zeug aus dem Vereinigungskrieg. Mhm. Dann komm rein. Sorry, dass ich so abweisend war. Seit einem gewissen Flugzeugabsturz musste ich viel vorsichtiger sein. Wie? Schön, dich zu sehen. Bist du meinetwegen hier? Die Lage verändert sich ständig. Ich dachte, wir sollten reden. Ich bin wegen Somi hier. Ich habe stundenlang versucht, alles zu kapieren, mich in ihre Lage zu versetzen. Ich wollte wissen, wie viel sie durchgemacht haben muss, um Hochverrat zu begehen. Hä? Sie hat sich in den 7 Jahren verändert. Das kannst du lange versuchen. Willst du sie verstehen? Wirklich? Oder suchst du eher nach Wegen, sie festzunageln? Nein, ich will sie retten. Sie ist gefangen. Und nicht erst jetzt, sondern seit Monaten.
Eigentlich seit Jahren. Das geht auf Meyers Kappe. Miese Verliererin. Drückt sich vor Verantwortung. Songbird, die Black Wall. Dreckige Tricks für den eigenen Vorteil. Wundert mich nicht, dass Somi keinem traut. Obwohl, vielleicht dir. Song soll dir vertrauen, nicht mir? Ist es das? Ich kann's ihr nicht übel nehmen. Ist meine eigene Schuld. Aber hättest du irgendwas anders machen können? Bestimmt. Irgendwas. Statt mich in Night City zu verkriechen, tausende Kilometer weit weg. Ihre Gefängniszelle wartet schon auf Sie. Und das weiß Somi ganz genau. Das Wichtigste ist, dass wir sie retten werden. Nur das zählt. Meyers braucht sie lebend, okay. Aber ich glaube kaum, dass sie den Anschlag einfach vergessen wird. Meyers vergibt ihr vielleicht nicht, aber ich schon. Was willst du mir verkaufen, Reed? Gar nichts. Ich will dich nur überzeugen. Okay. Wir befreien sie aus Hansons Klauen. Und was dann? Dann bringen wir sie an einen sicheren Ort. Stellen ein paar Fragen. Einigen uns. Sobald ich meine Antworten habe, helfe ich ihr zu verschwinden. Sodass sie niemand findet. Nicht mal Meyers. Du willst dir also ein paar Fragen stellen. Ich will ihren Standpunkt verstehen. Ich weiß schon, was ich zu hören kriege. Das System hat sie fast das Leben gekostet. Wie bei mir. Und ich? Naja. Meine Zeit ist eh vorbei. Aber Somi kann ich noch retten. Manch einer würde das Hochverrat nennen. Meinst du, das weiß ich nicht? Ich habe Kontakte in Europa. Wir finden die beste Klinik, die euch zwei wieder zusammenflickt. Sobald wir dieses Heilmittel in den Händen haben. Aber zuerst muss ich Somi helfen. Ich befürchte, sie weiß überhaupt nicht, was sie tut. Du vertraust ihr nicht. Ich vertraue dem Dreck von jenseits der Black Wall nicht. Oder der dazugehörigen Paranoia. Beides spielt eine Rolle. Sie hat einen anderen Plan. Da bin ich mir sicher. Ich verstehe dich schon. Aber was heißt das jetzt genau? Ich habe was für dich. Kommt von unseren besten Leuten in DC. Eisbrecher. Eine Silberkugel gegen jeden gut geschützten Hacker. Farida integriert ihn während der OP in dein System. Damit wird Somi innerhalb einer Minute bewusstlos. Wir können keine Risiken eingehen. Und wenn sie aufwacht, wird sie wieder zu Hause sein. Okay, wie benutze ich den? Will den gar nicht. Schmeiß ihn an, wenn ihr beide mit dem Mainframe verbunden seid. Dann stehen Somis Türen weit offen. Hoffentlich liegst du richtig. Das hoffe ich auch. Glaub mir. Konzentrieren wir uns darauf, euch das Leben zu retten. Geredet wird später. Ich muss dann mal los. Ich überlasse dich Faridas fähigen Händen. Ruf mich an, wenn du fertig bist. Je früher wir anfangen, desto schneller sind wir fertig. Muss ich... Ist das mein Kopf? Was machen, oder? Was soll diese Fragerei? Soll ich dir noch Händchen halten? Nein, mach gar nichts. Arsch. Stuhl. Okay, die Betäubung ist unterwegs.
Keine Sorge, das ist das gute Zeug. Entspann dich. Ein Implantat zur ID-Modifikation ist zwar eine komplizierte Tech, aber die Prozedur ist recht einfach. Ich habe noch nie von so einer Tech gehört. Klingt irgendwie nach Sci-Fi. Ist das ein FIA-Prototyp? Stammt von einem ehemaligen Militech-Forschungsprojekt. Sowas hat Militech aufgegeben? Vielleicht war es was Inoffizielles. Streng geheim. Keiner durfte davon wissen. Politik. Okay, die Betäubung ist unterwegs. Wie viele Finger halte ich hoch? Hey, wie schön, dich zu sehen. Du willst irgendwas von mir? Ja, reden. Hab sonst gerade niemanden. Nur dich. Hör auf zu zappeln. Wie fühlt es sich an, ein Verräter zu sein? Interessantes Wort für Undercover FIA-Agent. Scheiße, glaubst du den Müll echt? Die schicken dich auf eine schnieke Party, kriechen dir in den Arsch und schon bist du ein Superspion? Was kommt als nächstes? Denkst du, du kriegst auch einen scheiß Orden? Eine Parade? Eine Statue? Ein Feiertag, der nach dir benannt ist? Was für eine Scheiße. Aber jetzt mal im Ernst. Du bist in einer beschissenen Situation. Hey, du hast eine Knarre in der Hand. Setz sie wem an den Schädel. Drück ab. Der Meisterspion und die Agentin auf Abwägen. Tragödie, Komödie, beides? Meinst du, einer von den beiden verarscht mich? Nein, die sagen beide die Wahrheit. Ich meine, die Details kennen wir vielleicht nicht, aber ihre Ziele sind offensichtlich. Überleben, das ist ihr Nonplusultra. Außerdem ist sie eine tickende Zeitbombe. Eine von der Sorte, die ständig Fehler macht, ohne zu ahnen, welcher sie zündet. Und Reed? Wir sind uns zu ähnlich. Wenn ich nicht aus der Armee weg wäre, wäre ich auch ein Reed geworden. Leben und Sterben für unsere Prinzipien. Das ist die Tragödie, wie alle guten Absichten verlangen ihre Opfer. Vergiss das bloß nicht, wenn du vor der verfickten, überwucherten Neuralmatrix stehst. Reed oder Songbird, was würdest du an meiner Stelle tun, Johnny? Ich bin an deiner Stelle, bei jeder deiner dämlichen Entscheidung. Ich muss mir deinen ganzen Müll mit ansehen. Aber ganz ehrlich, wie, jetzt mal ohne Scheiß. Ich weiß es nicht. Keinen blassen Schimmer. Fertig. Das Verwandlungsimplantat ist online. Jetzt brauchst du nur noch ein Verhaltensmodell. Und tu mir einen Gefallen. Sag mir nicht, wofür du das brauchst. Danke für alles. Danke für alles. Sicher. Hm.
Dann würde ich jetzt erstmal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.